gestellt mit den dröhnenden Schreien von... Wir haben den Bruder von Brock gefunden, der hat die Axt nochmal etwas modifiziert. Sieht ihm aber überhaupt nicht ähnlich. Aber na gut. Vielleicht Stiefbrüder, keine Ahnung. Wir setzen aber unsere Reise erst einmal fort. Moment, sind hier irgendwo Gegner? Ja. So, einmal die Axt geworfen und dann direkt weggesprungen. Wow, shit, shit, shit. Da oben steht er. Okay, die penetrieren mich hier auch von jeder Seite. Aber auch da, gegen das Schild laufen lassen. Funktioniert. Und der ist down. Der ist auch down. Wunderbar. Ein kleiner Überraschungs... Ja, da ist aber noch irgendwo jemand. Aber wo? Oder hat der Kleine ihn jetzt schon gekillt? Ah, da oben. Okay, der ist wahrscheinlich zu weit weg. So, Headshot. Wunderbar. Down ist er. Können wir hier wieder ein paar Tote ausschlachten. So, ist das die richtige Richtung? Okay, gut. Keine Ahnung, was man hier machen muss. Oh. Ah, okay. Aber wofür soll das gut sein? Ist hier irgendwo eine Truhe oder irgendwas? Da ist sie. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Hier haben wir jetzt das Symbol. Ist das eins derer, die wir hier oben einsetzen müssen? Na okay, gut. Durch Zufall ist die Truhe jetzt offen. Umso besser. Ich habe jetzt schon fast gedacht, dass wir hier wie bei den teilweise bei den anderen Truhen auch eine gewisse Reihenfolge umsetzen müssen. Brauchen wir zum Glück nicht. Einfach nur die drei Symbole an den drei verschiedenen Drehdingern aktivieren und gut ist. So, schauen wir mal, was hier so abgeht. Mutter,
Mutter nannte das Hailstones. Lassen sich nicht abbrennen oder abhaken. Da haben wir schon wieder das komische Ding, was wir nicht platt machen können. Gut, dann laufen wir einfach woanders hin. Nützt ja nichts. Aber Moment, da haben wir noch was. Wo ist aber das Ding dafür? Da oben lässt sich auf den ersten Blick nichts kaputt machen. Ah, okay, da ist es. Ein bisschen umständlich, aber schaffen wir auch. Stellt sich nur die Frage, hat sich der Aufwand gelohnt? Ja, Ressourcen sind immer gut und selten. Nehmen wir mit. Da ging es nicht weiter, also müssen wir hier lang. Nehmen nochmal eben die Truhe mit. Und jetzt wieder ein bisschen Kletter-Action. Kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir. Na, gute Frage. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass wir dem Berg näher kommen. Ah, shit, die Dreckshexe. Aber wenn die sich verzieht, ist das gar nicht mal so schlecht. Und Schritt für Schritt kämpfen wir uns hier durch diese Wolken. Oh, neue Ausrüstung. Sehr nice. Aber erstmal aus diesem Mief hier raus. Jetzt können wir mal einen Blick drauf werfen. Wir bekommen bessere Ablenkzeit, ein bisschen mehr Abwehr, verlieren aber Vitalität, Glück und Stärke. Na, dann lassen wir das mal lieber sein. So, Part 1. Noch nicht bereit, leider. Erledige sie, Junge. Ja. Shit, 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 shit. Oh, die Axt vergessen zurückzuholen. Gut, aber das hat ja einigermaßen gut funktioniert. Schauen wir mal. Hier haben wir eine kleine Höhle. Wie sollte es auch anders sein? Und wir können hochklettern. Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr.
Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Oh, da hat er seinen Vater aber jetzt gereizt. So, jagen wir hier mal ein bisschen was in die Luft. Aber aufpassen, nicht wieder selbst in die Luft fliegen. Ja, da ist doch ordentlich was in die Luft gegangen. Wehe dem, hier sind keine... Ah, da ist eine Truhe frei geworden. Sehr schön. Dann jagen wir dort auch mal die Felsen in die Luft. Was haben wir bekommen? Schulterwickel, mal schauen, was die uns so für Bonis bringen. Abwehr und Ablink haben die standardmäßig drauf. Aber wir verlieren Stärke und Glück. Glück könnte ich noch verkraften, Stärke nicht. Die Rune gibt nochmal zusätzliche Abwehr. Ah, nee, zu viel Stärke würde weggehen. So, eines dieser Dinger jagen wir jetzt mal in die Luft, weil beide können wir ja nicht aktivieren gleichzeitig. Und dann mal schauen, was hier drin ist. Oh, eine Angriffsrune, sehr nice. Gucken wir doch gleich mal. Da haben wir Angriff des weißen Bären. Frost und Betäubung. Das, was wir haben, ist allerdings auch Frost und Betäubung. Nee, Quatsch. Zorn des Eistrolls ist Frost und Betäubung. Bei einer Stufenerhöhung bekommt er dann... Nochmal Schaden und Frost dazu. Das andere bekommt nur Schaden dazu. Ja, lassen wir erstmal. So, es hört sich an, als wenn hier wieder irgendwo Hexen sind. Ja, das Ding können wir mal schön aus dem Weg räumen. Wiegt hier auch nichts. Ja, hässliches Vieh. Oh, das sieht nicht gut aus. So kann man es aber auch machen. Vater? Und das Scheißvieh steht auch noch auf. So, nicht, dass der Boss schon genug ist. Hier ist auch noch ein bisschen Trash unterwegs. Wow. Er nutzt sie auch noch als Wurfgeschoss. Ja, sehr schön. Hat den Affen auch ein bisschen Schaden gemacht. Ja, und er wirft es wieder auf uns. Ja, dann hauen wir da schon mal ein bisschen HP weg. Aber er kann die Axt auch wegblocken. Oh, nicht schnell genug weggekommen.
hier mal ein bisschen berserkermäßig loslegen. Ja, das macht nicht wirklich Schaden. Dann schlagen wir ihm mal den Schädel ein. Das sieht schon geil aus. Keine Frage. Den pflücken wir jetzt auch noch mal ein bisschen auseinander, wenn wir schon in Stimmung sind. Wieso nicht? Und der heilt sich hoch. Sollte jetzt aber auch kein Problem sein nach dem Affenfight. Dann können wir mal schön hier Blut einsammeln. Ein Zauber, der Stärke und Runenkraft erhöht. Sehr schön. Was haben wir hier? Frostflamme. Brauchen wir, meine ich, für die Aufwertung der Axt. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, dass wir da irgendwie frostflammenmäßig was hatten. Okay, der Kampf eben. Muss ich ganz ehrlich sagen, war deutlich einfacher als gegen diese zwei Tentakel und zwei Gegner, die wir in der Höhle hatten, wo ich draufgegangen bin. Wow, deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Da ist ein Gesicht in der Wand. Nice. Und aus dem Mund läuft Sabber. So, haben wir hier? Können wir hier irgendwie interagieren? Wie will er ihn in Gang bringen? Das ist mir egal. Da müssen wir vorher noch was kaputt machen und das können wir momentan noch nicht. Okay. Da hinten haben wir eine Truhe, aber da kommen wir auch noch nicht daran. Ist das... Okay, das ist doch keine Sabber. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Weil sie nett ist. Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Heißt wahrscheinlich im Endeffekt, wir laufen nicht Richtung Berg, sondern vom Berg weg. So, dann sammeln wir hier erst nochmal ein bisschen was ein. So, die Axt war wieder wer weiß wo. Es wäre doch so einfach, hier einfach mal irgendwie die Treppen hochzusteigen bis zum Gipfel. Ah, sie zeigt uns jetzt vielleicht, wie man diese Wurzeln wegkriegt. Das wäre mal nice. Wir nehmen das hier. Greta.
Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Oh, und da haben wir jetzt nicht wirklich viel bekommen. Den musst du umlegen. Da, läuft. Okay, wir reisen jetzt komplett wieder zurück. Tirs Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Aber hieß es nicht, bei Ragnarök würde Odin weißt von Fenrir? Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit besiegt Sprachen. Werden, Auge ausge... kratzt werden. Verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh. Klingt einsam. Okay, was jetzt? Ach, ihr wartet darauf, dass ich die Tür öffne. Sagt doch was. Vorsichtig. Oh, wenigstens kann er die Tür aufhalten. Sehr nice. Wir waren schon einmal hier und es wird kein Weg hinüber. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Schaust du zu? Riosta! Was? Es ist fest! Albenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Na, Moment, Moment, Moment. Da unten ist eine Truhe, die vorher nicht da war. Oder habe ich die nicht gesehen? Ah, verdammt. Wie kommen wir da jetzt hin? Wahrscheinlich gar nicht. Shit. Diese Wurzel, was ist das für eine Magie? Von den Warnen. Aus Vanaheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Ah, ihr wollt wieder, dass ich die Tür aufmache? Sagt doch was. Kann es eventuell sein, dass hier die nordische Mythologie ein wenig abgewandelt ist? Er baut mit Hilfe der Riesen. Der große Tier bereiste von dort aus die neuen Welten. Da ist die Schlange. Sieht nicht besonders friedlich aus. Sieht aber nice aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen Welt überleben können. Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Okay, dann hat sie wahrscheinlich hier eine... Oder sie baut hier eine Brücke über das Wasser? Warte dort, während ich das Licht erwecke. Hat geklappt. Was machen wir genau? Okay. Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Wird gemacht. Jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Bring jetzt das Rad wieder.
wieder zurück auf die Schiene. Wird gemacht. Perfekt. Jetzt schiebt die Brücke die Schiene entlang. Ah, okay, es hat ein bisschen länger gedauert. Wie kann ich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Okay, interessant. Aber da hinten stand ja auch eine Torstatue. Von daher werden wir es wahrscheinlich in diese Position drehen. Und Position erreicht. Wunderbar. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Das war beeindruckend. Tut dir jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Ja, da kam wieder die liebevolle Fürsorglichkeit des Vaters hervor. Alle Völker haben bei seinem Bau da steht helfen. Sie. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endet. Dann schauen wir mal, ob wir hier lang gehen. Ja, scheint richtig zu sein. In der Mitte ist ein Kristall. Ist Brock noch da? Ja, der hat sich verzogen. Just. Deine Seele leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Na, Kleiner, was sagt man? Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Wer könnte das sein? Ist doch bestimmt auch eine Gottheit. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Die Weltenreisekammer. Okay. Klingt spektakulär. Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. So langsam wird's aber ein bisschen abgespaced. Tretet an den Tisch. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Ein bisschen mehr Gefühl. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus, und nur von hier aus, könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden.
Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Moment! Bewegt das die große Brücke draußen? Ja. Das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Ja, aber wir wollen ja nicht nach Jötunheim. Eine Weltenrune, die die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Okay. Ein bisschen abgespaced alles, aber passt komplett in die nordische Mythologie. Also im Endeffekt war das ja der Bifrost. Ich stelle mir jetzt halt die Frage, durch wie viele Welten wir dann hier reisen müssen. Alfheim brauchen wir auf jeden Fall, um den schwarzen Atem wegzubekommen. Das ist soweit klar. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht. Ist los? Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht hat. Nein! Okay, weg ist sie. Das war mein Abgang. Sie ist tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Sieh dich doch mal um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Okay, wir sollten mal einen Blick auf die Karte werfen. Gut, die ist jetzt auch nicht so spektakulär. Also, wir brauchen jetzt das Licht. Und wir können jetzt zwischen Midgard und Alfheim hin und her reisen. Okay. Überraschend, aber okay. Gut. Zunächst schalte ich hier mal wieder ein paar Skills frei. Ohne überhaupt zu wissen, ob das was bringt oder nicht, wegen den
erforderlichen Abwehr und so weiter. Aber egal, Punkte sind erstmal investiert. Ah, okay, das können wir komplett zerfetzen. Sehr schön. Von der Location sieht das hier eigentlich sehr schick aus. Ein bisschen Natur-Dschungelmäßig. Wow, was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. So, was sind das hier für Kreaturen? Menschenähnliche Subjekte oder was soll das sein? Sieh her. Mal gucken, ob er das lesen kann. Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier. Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Ja, sehr schön begründet. Okay, durch Zufall haben wir jetzt hier auch die Kiste freigespielt. Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Ja, hier machen wir uns mal den Kampf so einfach wie möglich. Und einfach geschafft. Wir haben nichts getan. Es werden mehr kommen. Wo kommt dieses Ziel überhaupt her? Ja! Sehr schön, gleich beide durchdrungen. Da haben wir einen schicken See. Hast du was gesagt? Nein. Oh, na gut. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Okay, wir haben eine neue Markierung für unseren Kompass. Hier durchtrennen wir mal. Ah, okay. Gut. Das werden wir jetzt wahrscheinlich hier von der Seite. Genau. Wir müssen alle auf einmal durchtrennen. Wunderbar. Boot ist freigelassen, wollte ich schon sagen. Freigeschaltet. Aber freigeschaltet ist auch falsch. Befreit. Ah, genau, schiebt das mal ins Wasser. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Er hat mich sprechen. Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpfen. Und deshalb isoliert blieben. So, was ist das? Okay, Ablenkzeit dauerhaft um 2 erhöhen. Okay, müssen wir das Ding irgendwie zünden? Ablenkzeit ist zwar erhöht, aber das könnte auch durch die Rune sein, die ich eingesetzt habe. Ich meine... Nee, ich habe dafür gar keine Rune eingesetzt. Gut, dann gehen wir mal einfach davon aus, dass der Trank jetzt unsere Ablenkzeit erhöht hat. Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse.
Okay, also er... Ah nee, die Mutter von ihm wird ja immer gesagt, ist auch eine Kriegerin. Sonst hätte ich jetzt fast gedacht, dass sie Hexenabstammung ist und er da irgendwelche Kräfte bekommen hat. Also gehen sie uns nichts an. Sie gehen uns nichts an. Gut. Der Gott ist dann ein wenig strange. Wir machen nur das, wofür wir hier sind. Macht uns die Sache einfacher. Schauen wir mal, ob der Plan aufgeht oder wir uns eventuell hier noch in irgendeinen Krieg einmischen. Okay, das Ding sieht auch recht nice aus. Traurig, der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Die Brücke ist drin. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Okay, ich wollte hier sowieso gerade eine Pause einlegen. Wir... Oh. Ausweichen hat nicht funktioniert, beziehungsweise zu langsam gewesen. Deswegen müssen wir die hier eben nochmal schnell umhauen. Shit, den habe ich auch nicht gesehen. Die Viecher sind recht fix. Gut, aber jetzt haben wir die Gefahr behoben. Da ist wahrscheinlich ein Schacht für den Fahrstuhl. Machen hier eben einen Break und werden uns dann beim nächsten Mal in Alfheim in aller Ruhe mal umschauen und schauen, was hier so abgeht.